So, wenn du dein Bundesliga-Debüt gibst, dann melden sich schon Tausende, aber wenn du dann bei Bayern noch ein Spiel machst, dann melden sich halt 5000 so gefühlt. Also wilder Mix. Das ist mal scheiß auf Kamera und so, mal ehrlich, was machst du denn die ganze Zeit? Ich frag mich das echt manchmal. Dass es jetzt die letzte Saison nicht geklappt hat, ist dann halt so, ja, bezahl du doch, du bist doch eh reich. Die Leute sind anders, dann bist du der geldgeile Vollidiot, der vom HSV zu Bayern gegangen ist. Um den Menschen ging es ja noch nie in der ganzen Geschichte, auch nicht, als es gut lief. Moin, ich bin Fiete Arp. Hi, ich bin Marvin Obutz und ihr schaut einfach Fußball. Hallo Jungs. Was geht? Was geht? Hi. Was habt ihr gemacht? Also wir hatten gerade Training und jetzt wollten wir nach Hause zu mir fahren. Let's go. Wie lief das Training heute? Bisschen warm, ne? Aber zwei Tage vorm Spiel, relativ entspannt. Ja. Gut vorbereitet, let's go. Okay. Wer hat sich besser geschlagen von euch beiden? Heute Marvin. Ach was, ne? Heute Marvin. Heute war ich im Gewinnerteam. Ja, heute top gespielt, der Junge. Hör ich selten sowas von Vierte, so Komplimente. Ja, jetzt wo die Kamera läuft, muss man auch Komplimente machen. Ich sag ihm das jetzt, dass er sich drauf ausruht, weißt du, dann spielt er morgen, macht er wieder halbe Kraft. So funktioniert das bei Marvin. Morgen gehe ich auf Beini. So haben wir auch angefangen. Alles. 22, wie alt bist du? 8. 8? Ich bin auch 8. Ich bin auch 8. Seid ihr alle 8? Ja, krieg ich auch eins. Hey, bei mir auch. Wenn es weitergeht mit der Karriere, erwartet dich das ja jeden Tag. Beim Einkaufen und überall hast du da Bock drauf. Ja, ich denke mal, das ist doch was Schönes. Da verarbeitet man doch, sich auch die Zeit zu nehmen. Ich denke, da will man auch hinkommen. Na klar. Tschüss. Was ist schwerer, Fiete? Was ist anstrengender, Training oder das hier? Danke. Das ist schon sehr schweißtreibend gerade. Na klar doch. Macht's gut, Jungs und Mädels. Genießt du das ein bisschen? Pizza. Oh, super. Dankeschön. Gerne. Und dann bis Samstag, ne? Bis Samstag. Ja, ich weiß nicht, genießen ist halt cool, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, aber gibt halt Situationen, da hast du wenig Zeit, oder wie jetzt, dann wird es halt nicht weniger bei 30 Grad. Du machst das natürlich gern, aber manchmal ist es ungünstig. Obus kommt damit noch nicht so gut klar, ne? Was denn? Ich bin schon genervt. Ich? Ich habe gar nichts unterschrieben. Nichts? 3, 4 oder so. Ja. Kannst du den Kofferraum aufmachen? Aber ist immerhin Wasser. Irgendwo ist jetzt so 5 Liter Cola da drin. Wäre auch kacke. Ich mach das mal für den. Hast du noch mehr Pfandflaschen bei dir irgendwo? Nein, das passt. Sammeln. Das reicht. Du bist reich damit. Das reicht, das reicht. Ich bin DJ. Gut, du. Also wilder Mix. Ist doch gut. Man muss alles hören. Oder das ist alt. Wie lange habe ich jetzt schon Spotify? Nein, ich sag ja nichts. Du musst dich nicht rechtfertigen. Ich guck dich hier nur an. Guck. Ich dachte, das wäre ein Lied. Ich habe es aus der Szene reingetan. Das ist doch schon übel. Lass mal an. Ich nehme schon was Authentisches bei dir, okay? Wie du willst. Weil du bist ja schon Gangster und so, deswegen musst du schon. Nee, doch, ich weiß schon. Du meinst doch, das ist dein Lieblingslied, oder? Das Nationalhymne von Frankfurt. Jetzt musst du aber singen. Oder ich hab da nichts zu tun. Busbach, Erwachsenenvollzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Jetzt Tinder hier so auf dem Handy aufhaben oder so, wäre schon. Hast du das mal benutzt? Hä? Hast du mal benutzt, Tinder? Ja. Ehrlich? Du nicht? Nein. Ah nee, du hast doch Freunde, ne? Und kommt die denn nach? Bestimmt mal zu Besuch. Also kommt drauf an, wann das für beide am besten passt. Ja, was machst du aber den ganzen Tag, ehrlich jetzt? Ich? Wenn sie nicht da ist. Das ist mal scheiß auf Kamera und so, mal ehrlich, was machst du den ganzen Tag? Ich frag mich das echt manchmal. Ich? Ja. Also jetzt an meinen freien Tagen wirklich war ich abends Fitnessstudio und ich gehe einmal die Woche schwimmen. Ich meine auch ernst. Wirklich. Ja, Bruder, die Kamera tut dir gar nicht gut, ne? Nein, wirklich, ich schwöre. Ich zeig dir Snap. Nein, ich will gar nicht. Ich gehe einmal die Woche schwimmen. Glaub mir, ist besser für dich, wenn ich glaube, dass du das nicht mehr ernst meinst. Bruder, ich meine das ernst. Ich gehe einmal die Woche schwimmen. Was soll ich denn? Hä? Kannst mitkommen. Ich will nicht, hörst du das manchmal so? Nein. Guck mal, da links, da wohnt Emre Can. Ja, lass Schuhe an. Ganz anders ein Schuh, okay. Sorry, ich bin Deutscher. Weißt du, wie diese Tiere da heißen? Die da an der Wand? Ah!
Was war das? Ein Silberfisch. Hast du doch auch Haustiere, ja? Ja, habe ich mitgenommen. Das ist, bist du sonst aber Tierfreund, wenn es nicht gerade Silberfische sind? Ja, ja, sonst will ich Tier. Ich habe eine Katze. Wo? Die ist in Köln. Wen vermisst du mehr, deine Freundin oder deine Katze? Ich will nichts Falsches sagen. Also sage ich, gehe ich mal mit meiner Katze. Das war, glaube ich, das Falsche. Letzte Saison bist du zu den Profis gekommen. Ja. Für den Hintergrund. Und du warst dreimal im Kader in der Bundesliga. Und hast davon wie viele Minuten gespielt? Null. Und dann warst du zwei Minuten im DFB-Pokal gespielt. Zwei sogar, okay. Also ich hatte nicht mal einen Ballkontakt gehabt. Wie war das so für dich? Ich meine, du kommst zu den Profis. Erstmal, was ist das für ein Gefühl? Ja, natürlich, da will man ja hin. Aber dann habe ich das auch so in meinem Kopf, dass ich dann auch mehr will. Dass ich dann halt auch Spielzeit haben will, dass ich spielen will. Ich denke mal, das will jeder. Also du wirst ja nicht Fußballer, um auf der Bank zu sitzen. Dass du so mit den Profis trainierst die ganze Zeit, aber es klappt einfach nicht? Ja, man wollte halt da reinrutschen, ne? Man wollte ein Teil sein, man wollte sogar der Teil sein der Mannschaft. Wenn du deinen Konkurrenten siehst auf dem Platz, gönnst du dem das? Der kann ja nichts dafür. Also jeder will ja spielen, ne? Das ist ja klar, dass welche auf der Bank sitzen. Dass es jetzt die letzte Saison nicht geklappt hat, ist dann halt so. Man muss weitermachen, man muss weiter trainieren. Deswegen bin ich jetzt hier, um mich zu entwickeln, Spielzeit zu sammeln und dann halt aus dem Jahr Laie jetzt rauszugehen und zu sagen, ich habe mich deutlich weiterentwickelt und bin bereit für die Bundesliga. Wie unterscheidet sich das, Fiete, zweite zur ersten Liga? In der ersten Liga hat es mir persönlich mehr Spaß gemacht zu spielen, weil du gefühlt mehr Platz hattest. Ich habe das Gefühl, es wird mit mehr Risiko gespielt. Die Spieler sind qualitativ so viel besser, dass auch die Mannschaften sagen, okay, wir können 1-gegen-1 verteidigen. Das ist für dich als Stürmer natürlich angenehm, weil du nur 1-gegen-1 angreifst dann. In der zweiten Liga hat viel mit Absicherung zu tun, so wo man eher sagt, es ist alles so eng beieinander, jedes Spiel ist irgendwo 50-50, dass du dann sagst, gut, wir haben lieber hinten noch einen Mann mehr, dann wird es schwieriger für dich ins Dribbling zu gehen, weil du weißt, dahinter kommt direkt der Nächste. Rein von der Physis her, denke ich, nimmt es sich beides nicht viel. Ist die erste Liga vielleicht noch einen Ticken höher von der Dichte her, aber wir haben genauso Spieler, die über 35 km/h laufen, wir haben genauso 2 Meter Stürmer, die eine gute Technik haben, so das ist schon von der Qualität ziemlich ähnlich. Klar, wir reden jetzt nicht über FC Bayern oder Dortmund und Leipzig, so, das ist natürlich dann europaweit nochmal ein anderes Level. Aber woran merkst du so Unterschiede zwischen Bayern, München und Kiel jetzt? Ja, die Strahlkraft. Also klar, wenn du hier bei Kiel spielst, in Kiel dich bewegst, gibt es natürlich jetzt auch gerade durch die erfolgreichen Jahre jetzt zuletzt, hast du viele Leute, die dich auch erkennen in Kiel und auch jetzt Holstein-Fans sind. Aber in München, wenn du da spielst, da wirst du gefühlt halt auf der ganzen Welt mehr oder weniger kannst du bei mir jetzt nicht so extrem, aber so wenn wir da irgendwie im Trainingslager in Amerika waren oder so, da kommen dann halt auch 1000 Leute zu jedem Trainingsspiel. Egal wo du hinkommst, sobald das irgendwie mit dir im Zusammenhang fällt, ist halt, es löst irgendwas in den Menschen aus. Ich weiß nicht, was es ist. Es war auch echt teilweise unangenehm. Und hier ist es halt einfach nur, weiß nicht, ein bisschen näher einfach, dass die Leute dann sagen, hey, bis Samstag im Stadion, mach's gut, viel Erfolg. So, ist einfach so ein bisschen offener. Beim HSV hast du ja schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt, hast du eigentlich gegen jeden aus der Bundesliga schon mal mehr oder weniger gespielt. Dann plötzlich bist du aber in der Kabine mit Neuer, Boateng, Müller, Lewandowski zu der Zeit. Wie ist das mit denen in der Kabine zu sein plötzlich? Das ist eine Fußballkabine. Also wir machen alle ihre dummen Witze. So. Jeder hat seine eigenen Macken, jeder ist auf seine eigene Art und Weise verrückt irgendwie. Und also klar, überhaupt das erste Mal reinzugehen, schüchtert extrem an, einfach weil du die Namen an der Wand siehst. Aber die Art und Weise, wie da miteinander umgegangen wird, dadurch, dass du merkst, okay, es ist einfach genau das Gleiche. Die sind nur einfach ein bisschen erfolgreicher und besser in dem, was sie machen, aber trotzdem. Wie war das mit deinen Freunden? Hat sich da irgendwas verändert, als du zu Bayern gegangen bist? Ja, ich sag mal, die größte Veränderung war damals, als ich halt mein Bundesliga-Debüt gegeben habe. So, ich war halt noch in der Schule. Für mich hat sich nicht viel verändert eigentlich, so, weil ich konnte es gar nicht realisieren. Ich hatte gar nicht die Zeit, irgendwas zu verändern an mir, weil ich konnte es gar nicht, ich habe es gar nicht wahrgenommen. Aber alle um dich herum werden halt anders. Nicht mal, weil sie es böse meinen teilweise, sondern einfach, weil jeder denkt, der müsste dich jetzt anders behandeln. Andere wollen dich mit Samthandschuhen anfassen, weil sie denken, oh, der hat jetzt so viel um die Ohren. Die anderen denken gar nicht so weit und fragen dich einfach die ganze Zeit, ey, wie ist das und das und das und das. So wäre ich wahrscheinlich auch gewesen, einfach weil es mich interessiert. Aber so jeder hat auf einmal ein ganz anderes Interesse an dir. Und das ist natürlich, wenn du dann zu Bayern München gehst, nochmal eine andere Geschichte. Da melden sich auf einmal Leute, von denen du seit 5 Jahren nichts gehört hast und Bayern. Und das ist natürlich, wie gesagt, die Strahlkraft ist einfach eine ganz andere. So, wenn du dein Bundesliga-Debüt gibst, dann melden sich schon Tausende. Aber wenn du dann bei Bayern noch ein Spiel machst, dann melden sich halt 5000 so gefühlt. Ja, bezahl du doch, du bist doch eh reich. Weil das hast du bestimmt dann oft gehört, oder? Das ist so mit die Sache, die mich am meisten nervt. So, klar, es gehört halt auch irgendwo dazu. Gehört alles immer dazu. Aber gerade in so Situationen, wenn du halt aus Höflichkeit
irgendwie mal was ausgeben willst, wenn du mal irgendwas besorgst, wenn du mal so, was weiß ich, blöd Shampoo für die Mannschaft besorgst oder so. Wenn ich dann im Umkehrschluss irgendwie nur den Satz bekomme, ja, tut ihm ja eh nicht weh oder macht er, ist ja kein Ding. So, dann ist es halt, hörst du dir einen dummen Spruch für etwas an, was du eigentlich extrem gut meinst. So, und es ist halt, du hast halt das Gefühl, die Wertschätzung sinkt. Einfach weil dann gesagt wird, ja, du verdienst so und so viel. Marvin, wie war das bei dir? Du bist zu den Profis gewechselt. Was hat so dein Umfeld gedacht plötzlich, dass du reich bist? Nein, das haben die nicht gedacht. Also ich habe auch nicht so viel mitbekommen. Ich habe eher nur die Meinungen von meinen Freunden mitbekommen. Und die haben sich einfach, da war das zum Glück nie das Thema so. Die haben sich einfach gefreut für mich und haben halt gehofft, dass ich spiele. Du warst dein ganzes Leben in Köln, ne? Und jetzt bist du komplett alleine einfach ans andere Ende des Landes gezogen. Ich finde, ich komme damit sehr gut klar und ich bin auch sehr gerne alleine, muss ich sagen. Ich meine, bei dir, du hattest jetzt auch ein, zwei aus der Nationalmannschaft, die du schon kanntest vorher, ne? Ich glaube, gerade jetzt im Fußball, du hast eigentlich gerade über die Jahre hinweg in jeder Mannschaft Leute, die du kennst. So, und dann kommst du nie irgendwo an, wo du halt komplett niemanden hast. So, hast eigentlich immer ein, zwei Personen, mit denen du schon mal irgendwo gespielt hast, was auch immer. Auch eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn jemand neu kommt, den du kennst, dann kümmerst du dich auch erstmal darum. Aber du hast eigentlich immer so mindestens eine Person in der Mannschaft, die dir halt ein bisschen Starthilfe gibt. Wer war das bei Bayern? Bei mir war es damals der David Alaba und Jo Kimmich. Niki Süle habe ich dann am besten kennengelernt über den Zeitraum da. Auch ein Thiago damals. Das waren einfach Leute, die haben sich auch wirklich drum bemüht, diese Mannschaft so zusammenzuhalten und die Neuen aufzunehmen. Wer war zu der Zeit dein direkter Konkurrent auf dem Stammplatz? Ja, ich würde nach der Sommervorbereitung damals eher sagen, dass das Serge Gnabry war, Kingsley Coman, weil jetzt vorne Lewandowski, so, das war, braucht man sich nicht drüber unterhalten. Wenn er ständig die Mannschaft wechselst, ja, dann bist du immer mal ein Jahr hier, ein Jahr da, dann warst du Bayern 1, Bayern 2. Ja, und wechselst immer die Location, den Verein, findet man schnell neue Freunde? Ja, Freunde, es ist im Fußball, ich glaube, jeder kennt das. Ich glaube, das ist auch unabhängig von der Spielklasse, von der Liga. Du kommst in eine neue Mannschaft und nach dem ersten Training verstehst dich ja mit jedem eigentlich gut, mit manchen dann extrem gut. Aber ja, klar, du lernst jedes Jahr neue Leute kennen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe teilweise mit Leuten in Mannschaften fast täglich Spaß meines Lebens gehabt und auch wirklich die für den Zeitraum echt wichtig in meinem Leben empfunden. Weiß ich nicht, also man könnte es jetzt negativ auslegen und sagen, es sind so Zweckfreundschaften, einfach weil du in der Mannschaft spielst und dich verstehen musst. Aber es ist einfach dem ganzen Business geschuldet. Du hast halt Leute, mit denen verbringst du jeden Tag, deswegen wachsen die dir ans Herz. Und dann nach 6 Wochen Pause sind es halt neue Leute, die die Rolle einnehmen. Aber ich muss sagen, jetzt wirklich Jungs, mit denen ich jetzt aus der Vergangenheit regelmäßig Kontakt habe, gibt's 5 maximal und halt sehr viele, wo du mal gratulierst, wo du dich verfolgst gegenseitig, was die anderen machen. Und wenn du dich siehst, dich freust, aber halt jetzt nicht unbedingt sagst, okay, Freunde und wir haben regelmäßig Kontakt. Ich habe so mit 4, sage ich jetzt mal, 4 Personen schon intensiv immer noch Kontakt, aber so mit dem Rest, wie Fete schon gesagt hat, mit dem man eigentlich auch sich sehr, sehr gut verstanden hat, passiert es einfach, dass der Kontakt dann ein bisschen weggeht. Und wie ist das außerhalb des Vereins? Größtenteils meiner Freunde spielen halt auch jetzt Fußball. Aber ich habe auch ein paar Jungs halt aus meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin. Da gibt es so halt so 3, 4 oder so eine Gruppe, mit denen man immer noch Kontakt hat, die halt keinen Fußball spielen. Erstmal kommst du ja kaum wirklich raus, dass du Leute kennenlernst. Ich meine, wo sollst du Leute kennenlernen? Jetzt war auch 2 Jahre Corona, das ist sowieso nochmal was anderes. Aber du weißt halt auch vorher dann immer nicht, weil oft kommst du in Situationen, wo die Person gegenüber weiß, wer du bist, aber du weißt noch nicht, wer die Person ist. So, du hast ja halt nie dieses, dass beide bei Null anfangen. Und selbst wenn es nicht so ist, hast du immer diese Sorge, dass es so ist. So, dann hast du wahrscheinlich auch irgendwann Paranoia, weil du ein, zwei Mal irgendwie Scheiße erlebt hast, weil du denkst, okay, die Person mochte mich jetzt nicht wirklich und dann einfach vorsichtiger wirst durch ein, zwei Erlebnisse in deinem Leben. Auf so einem Straßenfest so 2 Mädels kennengelernt. War total entspannt so. Und sind dann noch woanders hingegangen ohne die, haben dann abends denen noch geschrieben, uns in der Bar getroffen mit denen. Und dann war es halt so dieses Kennenlernen, hey, was macht ihr, woher kommt ihr, bla, und so ein bisschen diese Alibi-Fragen gestellt. Und dann irgendwann nach einer halben Stunde, so, das war echt entspannt, fragst du, ja, wollen wir irgendwie connected bleiben, willst du mir irgendwie Handynummer? Ich so, ja, ich gebe dir meine Handynummer. Macht halt ihr Handy auf und ist halt auf meinem Profil. So. Wo ich dann halt so, ganz egal, die muss das ja nicht böse meinen. So, es kann ja sein, dass die wirklich nur zufällig mich dann gefunden hat. Kann alles sein, ich will niemandem was unterstellen. Aber du merkst dann halt so, okay, es ist halt einfach fake. So, und selbst wenn jemand zu dir sagt, hey, ich weiß, was du machst, so, dann ist das für dich zwar trotzdem irgendwo ein bisschen befremdlich, aber es ist immer noch angenehmer, als wenn du da gegenüber von jemandem sitzt, der so tut, als wüsste er nicht, wer du bist. Gab es bei euch Momente so, wo ihr einfach euch vorgestellt habt, aufzuhören? Bei mir jetzt zum Beispiel noch nie. Ich habe ja noch gar nicht richtig angefangen, sage ich mal so.
Das heißt, so bei, in der Bundesliga auf der Bank zu sitzen, war eher motivierend auch, dass man von nahe. Ja, natürlich, aber in meinem Kopf war trotzdem, ich will jetzt rein. Also das war der Hauptgedanke in meinem Kopf. Natürlich ist man dankbar, dass man dabei sein kann, aber ich will richtig dabei sein. Ich hatte noch nie das Gefühl, wenn ich auf den Platz gehe, dass ich keinen Bock habe. So, das war so das Einzige, deswegen war klar, dass das nicht passieren wird. Aber so, wenn du dich wirklich mal mit deiner Situation auseinandergesetzt hast und wirklich dir mal Gedanken drüber gemacht hast, weil bei mir ging es einfach von den 5,5 Jahren jetzt, ging es einfach viel zu lange um andere Dinge als Fußball. So, und ich habe dann irgendwann auch gedacht, so, ja, ist dir das die ganze Kacke wert? Es hat sehr, sehr wenig mit den Spielern, mit den Leuten da zu tun, mit denen ich gearbeitet habe, weil das hat einfach Bock gemacht. Und ich konnte das halt nicht genießen, wegen allem, was drumherum war. So, und dann, dann kam noch Scheißleistung von mir irgendwann dazu, weil ich mir dann halt auch irgendwann dachte, so, fuck, Alter, jetzt war es vielleicht doch zu früh, natürlich kommst du ins Grübeln, dann spielst du überhaupt nicht mehr, was du spielen kannst. Dann kommen irgendwelche Außengeräusche dazu, dein Vertrag, die Leute sind anders, dann bist du der geldgeile Vollidiot, der vom HSV zu Bayern gegangen ist. So, ich bin ein riesen HSV-Fan, dann beleidigen die dich halt doch durchgehend da. So kann ich auch alles nachvollziehen, aber es kommt dann einfach vieles drumherum zusammen, dass du dich gar nicht mehr, dass du es nicht mehr genießen kannst, was du da hast. Und jetzt zum Beispiel im Nachhinein sage ich, ich habe da viel zu wenig gemacht. Hätte ich jetzt diese Ruhe und dieses Gefühl, was ich jetzt hier zum Beispiel habe, damals gehabt, hätte ich wahrscheinlich auch ganz anders performen können. So, aber ich habe halt mich selber an ganz anderen Dingen aufgehangen, einfach die Zeit nicht wirklich genossen, da die ich da mittrainieren durfte. So, weil es geht irgendwann einfach nicht mehr um Fußball. Und bei mir ging es leider viel zu lange nicht mehr um Fußball. So, da in München hat man gefühlt war das Medieninteresse immer noch sehr hoch, obwohl ich nicht gespielt habe. So, natürlich wird dann über 1000 andere Dinge berichtet, wenn du keine Spielzeit hast. So, dann spielst du in der zweiten Mannschaft, so, das lief dann das eine ja gut, das andere ja kacke. Überhaupt, so, dass ich mich so lange und auch gerade in dem Alter, in dem jungen Alter, mit so vielen Dingen auseinandersetzen musste, auf die ich eigentlich gar keinen Bock hatte, darüber zu sprechen. So, und vor allem alles denn so negativ behaftet. Weil es war ja grundsätzlich so, jeder hatte sein Bild von mir. Am Ende ging es gar nicht mehr um mich als Spieler, sondern nur noch um mich als Person, der zu Bayern gegangen ist, der so und so viel verdient. So, das war ja, ging ja kaum noch um den Fußballspieler. Um die Person ging es sowieso noch nie. Das kommt ja dazu. Um den Menschen ging es ja noch nie in der ganzen Geschichte. Auch nicht, als es gut lief. Hast du das Gefühl, die Medien geilen sich an sowas auf? Ja, so abgefahren, wie das klingt, aber es ist halt deren Job. So, genauso wie wenn du 3 Tore schießt, dann da eine kranke Schlagzeile draus zu machen, wie wenn du halt 20 Minuten Scheiße spielst und ausgewechselt wirst. Man lügt ja, wenn man sagt, man liest sich Artikel über sich selber nicht durch. Also wenn ich da ich sag ehrlich, wenn ich meinen Namen lösche, lese mir das durch, aber das ist mir zum Glück auch relativ egal, was da jetzt steht. Klar, es ist Fußball. So, und das ist halt das, was die Leute interessiert. Ob du gewinnst oder verlierst, ob du ein Tor schießt oder nicht. Nur die Analyse dann nach dem Spiel ist halt eine andere. Das hat mich ewig lang runtergezogen, aber irgendwann lernst du dich halt auch selber besser einzuschätzen. So, und du weißt halt, das ging früher mit meinem Vater schon los. Mit meinem Vater war ich nie einig. Wenn ich gesagt habe, ich habe ein gutes Spiel gemacht, hat er gesagt, ich war scheiße und andersrum genau das Gleiche. Wir waren uns nie einig, da ging das schon los. Hat er das vielleicht gemacht, einfach um dich aufzubauen? Ist, glaube ich, einfach der Blickwinkel. Wenn du nicht auf dem Level gespielt hast, dann kannst du es einfach auch nicht so einschätzen. Dann hast du halt auch immer nur dieses Schwarz und Weiß. Der schießt ein Tor, der ist gut, der schießt kein Tor, der ist schlecht. Der spielt einen Pass am Mann, der ist gut, der spielt einen Fehlpass, ist schlecht. Weißt du, was ich meine? Wenn du ein Spiel guckst und einer spielt einen Fehlpass und du sagst, boah, aber geile Idee eigentlich. Ja, ja. Alle anderen sitzen davor und sagen, oh, was für ein Pass. Da ist kein Pass. Ja, natürlich, aber wir beschäftigen uns ja auch jeden Tag mit Fußball. Ne? Ja, kannst das ja auch nicht erwarten oder so. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Fans keine Ahnung haben, aber ja, wir analysieren ja auch das Spiel und sehen ja auch viel mehr dahinter. Deswegen kann man das eigentlich gar nicht so übel nehmen. Also ich sag ganz ehrlich, ich gucke sehr selten privat Fußball. Also ich weiß auch nicht, da ist das Interesse gar nicht so hoch. Ich gucke eher so Topspiele, gucke ich mir gerne dann mal an. Aber so jetzt einfach Fußball einschalten, da gehe ich lieber raus, sage ich ganz ehrlich. Also einfach Fußball einschalten, übrigens sehr, sehr gutes Schlagwort. Abonnieren, Glocke aktivieren. 5 Jahre in der Zukunft, aber dann bist du 25 und du 27. Mhm. Wo spielt ihr da? Welche Liga, welcher Verein? Also welcher Verein, das lasse ich jetzt mal außen vor, aber ich will dann dort international spielen, auf höchstem Niveau spielen. Und ich denke, in 5 Jahren ist das möglich. Was auch ein sehr großer Traum von mir ist, für die Nationalmannschaft mal zu spielen. In 5 Jahren am liebsten einfach in der Mannschaft, in der es Spaß macht, Fußball zu spielen. So, also am liebsten natürlich dann auch in der ersten Liga, so hoch wie möglich. Das liegt auch auf der Hand. Ich wäre fehl am Platz, wenn ich sagen würde, ich möchte
nie wieder erste Liga spielen. Aber einfach ein Ort, an dem du gerne jeden Tag Fußball spielst. Okay, ihr beiden habt es geschafft. Ihr habt eure Profiverträge in der Tasche. Welchen Tipp gebt ihr jetzt zum Abschluss? Welchen Tipp gebt ihr jungen Spielern da draußen? Wie kann man es schaffen? Man soll jeden Tag aufwachen und immer das Beste geben. Und wenn man dann nicht das Beste gegeben hat, sich dann abends Gedanken machen, okay, nächsten Tag muss ich wieder Gas geben. Einfach sich nicht von jedem reinlabern lassen. Und wenn man Bock hat, rauszugehen, um Fußball zu spielen, soll man rausgehen, um Fußball zu spielen.